Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen auf dem 10. Industriekongress hier auf Schloss Pichlern. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Anreise, ein gutes Frühstück oder im Idealfall ist sich sogar beides ausgegangen. Mein Name ist Florian Zangerl, ich bin Herausgeber des Österreichischen Industriemagazins und Geschäftsführer hier im Verlag. Ich habe die Freude, Sie heute durch Teile des Tages zu führen. Unser großes Thema am 10. Industriekongress ist Transformation Unternehmen. Viele von Ihnen haben es vielleicht schon vor Jahren erahnt, manche etwas später. Die Sache mit dem Internet, die wird uns wohl nicht mehr verlassen, das geht einfach nicht mehr weg. Gell? Und so nach und nach stellen wir halt fest, das betrifft nicht nur wenige Branchen, sondern das betrifft alle Branchen. Die Art und Weise, wie wir arbeiten, ändert sich mit zunehmendem Tempo und auch die Art und Weise, wie wir wirtschaften, ändert sich mit zunehmendem Tempo. Digitalisierung wird Sie die nächsten zwei Tage ganz hartnäckig verfolgen, weil wir glauben, die wird Sie auch in Ihrem Berufsleben noch länger begleiten. Ich komme aus einer Branche, aus der Medienbranche, die sich gemeinhin ganz gerne als erstes Opfer des Internets sieht, was jetzt mehr über die Selbstverständnis der Medienmacher als über das Internet aussagt, weil in Wahrheit wir als Medienunternehmen, für uns haben sich schon sehr früh großartige Chancen aufgetan. Zum Opfer machen wir uns da selber. Wir als Verlag haben eigentlich vom Internet und von der Digitalisierung bisher nur profitiert. Wir können jetzt Reichweiten erzielen, von denen wir früher nur geträumt haben. Es eröffnen sich für uns neue Leserkreise. Wir können mit Menschen interagieren, wie wir es früher nie gekonnt hatten. Wir sind eigentlich in unserer Branche die Gewinner. Zumindest wähnen wir uns im Moment schon noch auf der Gewinnerseite der Digitalisierung zu stehen. Wer denn gewinnen wird, was zu tun ist, um zu gewinnen, wird ganz großer Bestandteil der Diskussionen in den kommenden zwei Tagen sein. Und dazu möchte ich jetzt mit auf die Bühne bitten den Rudolf Leudl. Er ist Chefredakteur und redaktionelles Mastermind des Industriemagazins. Und wir beide teilen uns die Moderation auf. Hallo Rudi. Grüß Gott. Guten Morgen. Was hast du an Themen mitgebracht in deinem Salon? Die Themen für heute wären, wir beginnen mit einem hochspannenden Panel zum Thema Produktion der Zukunft, mit einem Vortrag von Paul Smith, dem kreativen Ingenieurskopf hinter der Adidas Speed Factory. Das ist um 11 Uhr. Ich persönlich freue mich sehr auf das Panel zur Zukunft der Energiewirtschaft. Einer der Gäste wird Ewald Hesse sein, einer der führenden Köpfe bei der Umsetzung von Blockchain-Technologien im Stromhandel, der uns erklären wird, was das alles für uns hier bedeutet, Blockchain. Und am Abend eine spannende Diskussion, unter anderem mit Schweizer Entwicklungshilfe, mit dem Herrn Zehnder von Palfinger aus der Schweiz und dem Thomas Wengi von Georg Fischer, ebenfalls aus der Schweiz. Sehr gut, danke. Sie merken das schon, wir haben jetzt eine dramaturgische Falle eingebaut, weil demnach wird das Programm erst um 11 weitergehen, aber wir machen noch was dazwischen. Wir sprechen über Wandel, über Transformation in Unternehmen. Einer, der diesen Wandel aktiv anpackt, ist unser erster Keynote-Speaker. Er kommt aus einer Familie, deren Namen wahrscheinlich jedem Häuselbauer am Begriff ist und wahrscheinlich den meisten Menschen am Begriff ist, die irgendwann schon einmal gefroren haben und sich dann gefreut haben, wenn sie die Heizung aufdrehen können. Ist gleichnamige Unternehmen, beschäftigt über 12.000 Mitarbeiter, ist weltweit, hat 120 Standorte, ist ein klassischer, ganz großer deutscher Industriebetrieb. Der Name Fissmann steht für sehr vieles, was mit Wärme, mit Energie, mit Klima zu tun hat. Aber eines, wofür er wahrscheinlich nicht steht, das ist Digitalisierung. Oder vielleicht doch. Wir meinen doch und ich darf ganz herzlich begrüßen den Max Fissmann. Er ist CDO der Fissmann GmbH aus Hessen heute für uns angereist. Herzlich willkommen. Vielen herzlichen Dank.
Die Bühne ist Ihre. Vielen Dank. Wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Wir haben, glaube ich, einen sehr spannenden Vormittag vor uns. Und wir haben insofern einen sehr spannenden Vormittag vor uns, dass wir uns in den nächsten 15 bis 20 Minuten ein bisschen die Zeit nehmen können, in einer sehr kurzen Taktung die Frage zu klären, was passiert eigentlich gerade da draußen. Aber viel, viel wichtiger, was heißt das eigentlich für etablierte Unternehmen, insbesondere dann, wenn es Schnittmengen mit jungen Unternehmen, mit Startups gibt. Und ich wurde gebeten, noch mal einmal die Elemente dessen, was uns irgendwo alle beschäftigt und zum Teil schwer ergründbar ist, was dort eigentlich gerade um uns herum passiert, als etablierte Unternehmen darzulegen, aber vor allem auch aufzuzeigen und das mit einer gewissen Selbstreflexion, warum es für uns als in unserem Fall 100-jähriges Familienunternehmen mitunter sehr herausfordernd ist, sich dem Thema der Digitalisierung erfolgreich zu widmen. Wenn man versucht, die Frage zu beantworten, was passiert da eigentlich gerade, dann muss ich zugeben, dass es relativ technokratische Antworten sind. Also ich glaube, die erste Aussage ist, die Welle, die gerade auf uns zukommt, die technologische Welle, die ist nicht in den letzten 2 Jahren entstanden. Die technologische Welle ist ongoing und es ist durchaus so, dass wir sagen können, dass die globale Community, die Zugang zum Internet hat, was wir gerade schon gehört haben, was definitiv nicht mehr weggehen wird, die wächst stetig, aber vor allem die Partizipation über den Tag verteilt nimmt wahnsinnig schnell zu. Das ist der eine Teil der Gleichung. Der andere Teil der Gleichung ist, dass die Anzahl an Geräten, das Internet der Dinge, sehr massiv wachsen wird. Wir haben heute ungefähr 8,4 Milliarden Devices, die online sind, und gehen davon aus, dass in 2020 die Zahl sich auf über 20 Milliarden erhöhen wird. Das heißt, die Interaktion zwischen Mensch und Maschine wird sich nachhaltig verändern. Ein Grund dafür, dass das stattfinden kann, ist, dass Rechenleistung heute zu null Grenzkosten zur Verfügung steht. Es ist nicht nur so, dass die Rechenleistung in Summe signifikant nach oben gegangen ist, aber dem steht immer, und das ist das, was ehrlicherweise faszinierend ist, eine massive Kostendegression gegenüber. Das heißt, wir haben in den letzten Jahren Moore's Law einen wahnsinnigen Anstieg erlebt, der mit einer enormen Vergünstigung der Technologie einhergegangen ist. Dasselbe gilt für die Abstraktion auf der Cloud. Auch dort sehen wir genau dieselbe Entwicklung. Der Traffic geht rauf, die Kosten gehen signifikant nach unten. Und wenn man sich hier die Jahresräume anguckt, 2013 versus 2017, dann sieht man eigentlich, wie steil diese Kurve nach unten zeigt und inwieweit uns das in nächster Zeit beeinflussen wird. Was hat das alles mit Startups zu tun? Es hat insofern gar nichts mit Startups zu tun, weil in erster Linie man festhalten kann, dass die Rahmenbedingungen für Unternehmensgründung sich in den letzten Jahren massiv zum Positiven verändert haben. Die Kosten für eine Unternehmensgründung in den USA, aber auch in Europa, haben sich signifikant reduziert. Mit dem geht einher, dass das Kapital im Risiko, im Venture-Capital-Bereich signifikant nach oben gegangen ist. Da ist eine Zinskorrelation drin, das wissen wir alle, aber das bedeutet, dass wir einen massiven technologischen Wandel haben, der damit einhergeht, dass es für Unternehmer oder für technologiegetriebene Ingenieure sehr viel einfacher wird, eine unternehmerische Aktivität zu starten. Wenn man sich damit auseinandersetzt, wie man diese Elemente zusammensetzen kann, dann sieht man etwas, was insbesondere für ein vertikal integriertes Industrieunternehmen wie das unsrige sehr herausfordernd ist auf den ersten Blick. Das Ganze nennt sich kombinatorische Innovation. Man nutzt letztendlich verschiedene vorhandene Technologien, die jeder Konsument, jede Privatperson heute schon nutzen kann, steckt sie zusammen und lässt daraus ein Geschäftsmodell entstehen, was jetzt abgesehen von aller herausfordernden Presse, die momentan um Uber zirkuliert, dazu führt, dass man innerhalb kürzester Zeit extrem skalierbares Geschäftsmodell bauen kann. Jetzt will ich damit sagen, jeder von uns hat Zugang zu Google Maps, jeder von uns hat Zugang zu Amazon Web Services, jeder von uns hat Zugang zu Braintree. Wir hätten theoretisch genau dasselbe Konstrukt bauen können, beziehungsweise können das heute tun. Und das Ganze zu, in Anführungsstrichen, null Grenzkosten. Das Ergebnis dessen wird
viel in der Presse als vierte industrielle Revolution bezeichnet. Da ist sehr viel Wahres dran. Ich kann das ehrlicherweise nur unterstreichen, dass diese enorme Kostendegression gekoppelt an ein völlig neues und nie dagewesenes unternehmerisches Klima dazu beigetragen hat, dass wir uns in einer vierten industriellen Revolution befunden haben. Warum sage ich befunden haben? Weil weitestgehend das, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, schon ein Abschluss ist. Eine Zeit, die schon mehr als stattgefunden hat. Wenn wir uns damit auseinandersetzen, wie schnell Adaption an Produkte bzw. die angesprochene Reichweite man heute in der Lage ist, eine bestimmte Nutzerzahl zu erreichen, dann sehen wir, dass wir so langsam talsohlenartig an einen Bereich kommen, der zumindest auf der Zeitleiste fast nicht zu überbieten ist. Die Adaption der Elektrizität hat 46 Jahre gedauert, um 50 Millionen Nutzer zu erreichen. Bei Twitter waren es 2 Jahre und dem einen oder anderen wird Pokémon Go was sagen, das hat 2 Tage gedauert, um auf die Nutzerzahl zu kommen. Das heißt, wir befinden uns in völlig anderen Strukturen, als wie in unserem Fall ein 100-jähriges Familienunternehmen, was gerade an der 50 Millionen Nutzerzahl kratzt, aber nach 100 Jahren das kaum darstellen konnte. Und wozu das geführt hat, die vierte industrielle Revolution ist, dass wir Winner-Takes-It-All-Unternehmen haben, die unseren Alltag bestimmen, aber die auch B2B-Geschäftsbeziehungen zunehmend kontrollieren. Das sind die 5 wertvollsten Unternehmen. Das nennt man auch die GAFA-Economy, also Google, Amazon, Facebook und Apple. Und man stellt relativ schnell fest, dass sich dort etwas manifestiert hat, was uns alle eigentlich nicht überrascht, weil das schon sehr lange gelebte Realität ist und wir schauen vielleicht auch fasziniert auf Mountain View oder fasziniert auf Seattle, aber was ehrlicherweise viel beängstigender ist oder was uns viel mehr beschäftigen sollte, ist die Tatsache, dass sich das Wasser so ein bisschen zurückzieht aktuell. Ja, ich habe Ihnen eingangs gezeigt, die Welle der vierten industriellen Revolution und wir sind gerade on the verge zur 5. industriellen Revolution. Weil das, was aktuell stattfindet, sowohl auf der Technologieseite als auch auf der Macht, die die GAFA-Economy hat, auf viele, viele, viele Wirtschaftsbereiche, ist was, was wir so noch nie gesehen haben, auch nicht in den letzten 20 Jahren. Warum sage ich das? Weil insbesondere hier oben der viel zu viel zitierte Begriff künstliche Intelligenz oder missbrauchte Begriff darauf aufbaut, dass man Zugang zu nutzbaren Datasets hat. Also das heißt, dass ich in der Lage bin, Algorithmen zu trainieren. So funktioniert Machine Learning heute. Das ist der aktuelle Status quo. Und wenn Sie sich überlegen, wie groß der Einfluss ist von Google, Amazon, Facebook und Apple und insbesondere deren Datenbasis, dann kann man relativ schnell ableiten, was die technologische Entwicklung, die dort gerade stattfindet, für uns mittelfristig bedeutet und inwieweit wir dem etwas entgegenstellen können. Jetzt könnte man sagen, super, habe ich alles verstanden, jetzt muss ich ja nur noch umsetzen und mich damit auseinandersetzen. Und dann stellt man relativ schnell fest, dass wir insbesondere bei etablierten Unternehmen häufig die Herausforderung haben, dass wir darauf incentiviert sind, den Status quo zu erhalten bzw. inkrementell weiterzuentwickeln. Clayton Christensen hat gesagt, well-managed companies fail because they're well-managed. Und wenn man sich damit auseinandersetzt, wie Organisationen eigentlich mit Veränderungen umgehen, dann ist das eine sehr schöne Illustration, weil es ist wahnsinnig schwer. Man ist eigentlich darauf getrimmt, Veränderungen zu absorbieren und ehrlicherweise zum Stück weit die notwendigen Erkenntnisse auch nicht zuzulassen. Womit hängt das zusammen? Unternehmensgröße bedeutet zum gewissen Grad ein Verlust der Reaktionsgeschwindigkeit. Ich bin gerne bereit zu diskutieren, inwieweit das nicht der Fall ist, aber ich kann in meinem Kontext davon sprechen, dass es leichter ist, eine 4-Mannschaft zu mobilisieren als ein 12.000-Mann-Unternehmen. Und es geht mittelbar damit einher, dass man die Standardisierung im Unternehmen weiter vorantreibt, was nicht notwendigerweise dazu führt, dass man mehr unternehmerisches Talent in einem Unternehmen zusammenziehen kann. Und, das ist uns, glaube ich, auch klar, es führt mittelfristig dazu, dass
ich über verschiedene Ebenen hinweg nicht notwendigerweise den besten Erkenntnisgewinnungsprozess habe. Ich kann wahnsinnig viel tun, da hilft mir auch Digitalisierung dabei, Erkenntnisse besser durchleiten zu können, aber am Ende des Tages ist es so, dass die gewachsenen Strukturen uns vor große Herausforderungen stellen. Jetzt gibt es eine Komponente, die sich hier nicht auf der Folie wiederfindet, aber die würde ich an der Stelle gerne verbal teilen. Das ist die Tatsache, dass viele von unseren etablierten, auch hier im Raum befindlichen Industrieunternehmen meistens auf einer Basistechnologie aufbauen. Also das heißt, wir beherrschen auf der Produktseite eine bestimmte Technologie oder wir haben eine bestimmte Kernkompetenz und die können wir skalieren. Das Problem in dem Kontext, was ich Ihnen eingangs geschildert habe auf der Technologieseite, ist, dass die Basistechnologie nicht mehr ausreichend ist, sondern ich muss letztendlich viele, viele Anknüpfungspunkte schaffen. Und wenn man gewohnt ist, eine vertikale Wertschöpfungskette zu managen, dann lädt das nicht notwendigerweise dazu ein, dass sich dort andere Technologien andocken können. So, ich ziehe mal ganz kurz meinen Kopf aus dem Sand und versuche Ihnen zu erklären, wie ein 100-jähriges Familienunternehmen damit umgeht, insbesondere im Kontext von Startup-Kollaboration. Und es gibt ein tolles Zitat von Eric Schmidt, der das ehrlicherweise so halb geklaut hat: "All progress depends on unreasonable women and men." Und das ist so. Ja. Und warum sage ich Ihnen das? Weil wir vor 2,5 Jahren eine Situation hatten bei uns im Unternehmen, wo ich Glaubensfragen diskutiert habe. Die Glaubensfragen haben gereicht von: Ist das überhaupt relevant, ja, oder findet das eigentlich überhaupt statt? Bis zu: Oh Gott, jetzt gehen bei uns bald die Lichter aus, weil wir keine Antworten darauf finden können, weil es wenig mit unserem heutigen Ressourcenmix zu tun hat. Und was uns aufgefallen ist, ist, dass letztendlich drei Themen zu beantworten hatten. Das eine war, ein Erkenntnisproblem zu lösen, also warum passiert das eigentlich gerade und in welcher Form läuft das eigentlich ab. Das zweite war, dass wir uns damit auseinandergesetzt haben, wie können wir dann auf die gewonnenen Erkenntnisse reagieren, beziehungsweise wie kriegen wir es in die Umsetzung überführt und am Ende des Tages zu sagen, das sind die Themen, auf die wir uns wirklich fokussieren und das ist auch für uns als Familienunternehmen, als Gesellschafter ein Portfolio, mit dem wir uns identifizieren, weil wir glauben, dass es uns gegen die Herausforderungen der Zukunft ein Stück weit hedged. Warum passiert das Ganze? Und wir befinden uns heute, glaube ich, an einem strukturell ähnlich aufgestellten Ort wie unserem Hauptstandort in Nordhessen. Und Sie sehen hier, das ist die industrielle Verteilung in Deutschland, dass Sie nichts sehen. Weil wir hier an einem Standort unterwegs sind mit 4.500 Leuten, mit einem Einzugsgebiet von ungefähr 50.000 Leuten, wo sehr viel Loyalität, sehr viel individuelle Kompetenz vorhanden ist, aber nicht notwendigerweise das, was wir auf der rechten Seite sehen, was im Silicon Valley oder in anderen Technologiebereichen Unternehmen erfolgreich macht. Und wir haben das getan, was große Unternehmen tun. Wir haben das Management eingepackt, wir sind in Silicon Valley geflogen. Wir haben festgestellt, dass es bei Google Essen umsonst gibt, ja, und sonstige Klischees, die einem so einfallen würden. Aber wir haben vor allem gelernt, dass all das, was da passiert, sehr real ist, aber vor allem nicht nur davon abhängig ist, zu verstehen, was das denn jetzt konkret für unser Unternehmen heißt, sondern wir haben vor allem auch gelernt, dass diese Spieler, das war bei Airbnb und Google und Uber und so weiter, dass die industrieagnostisch unterwegs sind. Also das ist diese klassische Wettbewerbssicht, das sind meine angestammten Wettbewerber, dass das kein Bestand mehr hat, ja, sondern dass es überall Schnittmengen gibt und entweder man keep your enemies close, entweder man nähert sich dem Thema aktiv oder man hält sich zurück und sagt, oh, ist aber ganz schlimm, mit denen will ich lieber nicht reden. Und als Teil des Erkenntnisproblems haben wir uns die Frage gestellt, wie kriegen wir es hin, dass ein breiter Teil des Unternehmens in der Lage ist, dieses Wissen, was nicht vorhanden war, für sich aufzubauen. Also sowohl zu verstehen, wie relevant ist denn eigentlich Digitalisierung, aber vor allem auch zu verstehen, dass Unternehmen, die vielleicht heute nur 3, 4, 5 Mitarbeiter haben, innerhalb der nächsten 4, 5 Jahre auf einmal bedeutende, in Anführungsstrichen, Wettbewerber sein können.
Und das ist für Industrieunternehmen mit einem gesunden Stolz auf das, was in der Vergangenheit an Erfolgen eingetreten ist, mitunter sehr herausfordernd, die Bodenständigkeit zu haben und zu sagen, ich setze mich mit euch hin, auch wenn ich noch nicht so richtig verstanden habe, was ihr eigentlich in Zukunft machen wollt. Und die dritte Erkenntnis war für uns, dass wir zu diesem Ökosystem keinen authentischen Zugang hatten. Es gab keine Anknüpfungspunkte. Also klar hätte man jetzt eine E-Mail an info@ sowieso schreiben können, aber es gab nicht dieses Verständnis, okay, ich kann hier andocken und ich bin hier auch willkommen. Deswegen haben wir uns entschlossen, in einen Venture Capital Fonds zu investieren, Vito Ventures, die letztendlich nicht nur dazu beigetragen haben, von einem Portfolio partizipieren zu können, was nichts mit unserer Industrie zu tun hat, also aus einer reinen Investmentperspektive einen extremen Mehrwert für uns hatte, aber die vor allem dazu beigetragen haben, dass wir die Probleme in dem Erkenntnisprozess für uns lösen konnten. Das heißt im Wesentlichen, wir konnten extrem viel Wissen in die Organisation reintragen, durch regelmäßige Calls, durch regelmäßige Abstimmungen mit dem Investment-Management-Team. Wir haben einen Austausch hingekriegt mit jungen Unternehmen, Startup-Days an den unterschiedlichen Standorten, also das Ganze auch anfassbar zu machen. Wir haben eine aktive Zusammenarbeit mit den Firmen aufgebaut, also dort, wo Vito Ventures nicht notwendigerweise ein Investment getätigt hat, aber gesagt hat, das ist doch spannend, tauscht euch mal aus, auf einer sehr entspannten und inhaltlich orientierten Ebene. Wir haben beim Recruiting einen extremen Push bekommen, aber wir haben, und das ist eigentlich das Haupt-Takeaway aus der Silicon Valley-Reise, wir haben verstanden, wie sich die Gesellschaft gerade verändert. Weil es ist nicht nur so, dass die Kosten für Unternehmensgründungen deutlich signifikant nach unten gegangen sind, aber es ist auch so, dass sich die Formen der Unternehmensführung, die Formen, wie wir mit Mitarbeitern interagieren, gerade völlig verändern. Und das ist kein europäisches oder amerikanisches Phänomen, das ist ehrlicherweise ein globales Phänomen. Jetzt ist es so, dass wir zumindest mal erkannt haben, warum passiert das und so grob, was hat das eigentlich für Auswirkungen für uns. Aber das Schwierigste für etablierte Unternehmen ist, den Schalter dann umzulegen und zu verstehen, wie kann ich denn eigentlich darauf konkret zu reagieren. Weil ich kann 1000 Folien an die Wand hängen und sagen, super, habe ich alles verstanden, wunderbar, aber dann habe ich noch nichts gewonnen. Und die Frage nach dem Wie haben wir wieder versucht damit zu beantworten, dass wir größere Teile des Managementteams nach Berlin mitgenommen haben, nach Tel Aviv bzw. Jerusalem mitgenommen haben und einfach nur dafür gesorgt haben, dass jeder versteht, das ist real, das findet gerade statt. Das ist kein reines Zinsphänomen, sondern das ist eine tatsächliche Substanz, die damit einhergeht. Mit ein bisschen Augenzwinkern kann ich sagen, ja, den Turi-KPI haben wir erfüllt, wunderbar, super. Aber wir haben eine Menge daraus mitgenommen. Und wir haben vor allem daraus mitgenommen, dass für uns als Industrieunternehmen, die unmittelbar im Internet der Dinge unterwegs sind, dort Architekturen und Technologien entstehen, die wir so noch nie gesehen haben, ja? Beziehungsweise wo es ehrlicherweise auch in der gesamten Industrie gar keine Blueprints, gar keine Designs gab, mit denen man sich hätte auseinandersetzen können. Wir haben auch gesehen, dass die Umsetzungsgeschwindigkeit, also wie schnell kann ich eigentlich tatsächlich ein digitales Produkt entwickeln, völlig andere war als das, was wir für uns im Unternehmen als normalen Produktentstehungszyklus gesehen haben. Und wir haben wieder eine Bestätigung dafür gefunden, dass Organisationen im Early-Stage-Bereich eine Menge anders machen und das meistens zum Besseren und nicht zum Schlechteren. Daraufhin haben wir uns entschlossen, in einen Company Builder zu investieren, WhatX, wo wir letztendlich in ein Unternehmen investiert haben, die Deep Tech Unternehmen from scratch aufbauen, das heißt, die sich sehr intensiv damit auseinandersetzen, was gibt es eigentlich für Probleme zu lösen in verschiedenen Industrien und wie kann ich Technologien dazu nutzen, um das entsprechend anzugehen, die über die letzten Jahre 4 Firmen ausgegründet haben in den unterschiedlichen Industrien und die uns letztendlich dabei geholfen haben, in der Umsetzung Geschwindigkeit drauf zu bekommen. Also einfach nur zu sehen, okay, ich kann Themen in kürzester Zeit umsetzen. Ich brauche keinen
10-Monats-Implementierungsprojekt, um ein IoT-Backbone aufzubauen. Das geht innerhalb kürzester Zeit. Ich bin in der Lage, deutlich stärker an den Kundenbedürfnissen zu iterieren. Ich bin in der Lage, zu validieren, inwieweit die Idee, die ich mir überlegt habe, eigentlich tatsächlich substanziell ist oder nicht. Ich kann Themen pilotieren. Ich bin aber vor allem auch wieder in der Lage, Best Practices aus einer Early-Stage-Company mit null Historie in ein etabliertes Unternehmen zu überführen. So, und als wir uns dann damit auseinandergesetzt haben, was heißt das denn eigentlich ganz konkret für uns, haben wir festgestellt, dass das Allerwichtigste in dem Kontext eigentlich ist, einen skalierbaren Zugang zu den Kunden- und Nutzerbedürfnissen unserer Produkte zu schaffen. Und das ist an der Stelle wieder ein kulturelles Element. Wir haben immer gedacht für uns als Unternehmen, dass wir sehr nah an den Kundenbedürfnissen sind. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich ein Vertriebsgespräch führe, wo ich ein Produkt versuche zu verkaufen, oder ein User Experience Design getriebenes Gespräch, wo ich mich tatsächlich damit auseinandersetze, wie kann ich eigentlich die Kundenerfahrung nachhaltig verbessern. Daraus ist ein Portfolio an Aktivitäten entstanden. Letztendlich die digitale Diversifikation, also durch die Investments in WhatX und Vito Ventures, sage ich gleich noch zwei Sätze zu, aber eine andere Portfolio-Logik der Unternehmensaktivitäten. Aber dieser Wissensbeitrag hat sich dann gemünzt in reines digitales Business nah an unserem Kerngeschäft, aber vor allem auch in die Transformation einmal quer zu unseren ganzen Funktionsbereichen und laufenden Prozessen. Ein bisschen Gefühl dafür zu geben, wie bunt diese Landschaft ist. Sie können sich vorstellen, dass wir in den letzten zwei Jahren wenig Langeweile hatten, aber vor allem in den unterschiedlichsten Bereichen die Leute mobilisiert haben und versucht, dort in einer möglichst anfassbaren Form einen Mehrwert zu generieren. Jetzt ist es so, dass wir als Familienunternehmen einen riesen Vorteil gegenüber kapitalmarktorientierten Unternehmen haben. Für uns ist der Conglomerate Discount ehrlicherweise ein Vorteil, ja? Weil wir sind im Energy-Tech oder im Property-Tech-Bereich beheimatet. Das ist unser Ursprung. Und wir stellen fest, dass es dort sehr viele in der Industrie verhaftete digitale Potenziale gibt, die wir erschließen können. Ob über M&A oder durch organische Aktivitäten, wie wir sie selber aufbauen. Aber wir sehen, wenn Sie die Brücke schlagen zu dem, was ich Ihnen am Anfang erzählt habe, dass in dieser aufkommenden fünften industriellen Revolution, egal ob man die so titulieren will oder nicht, wir relativ geringe Chancen haben, daran zu partizipieren. Das heißt, das Beste, was wir als Unternehmen in der Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern, aber auch in der Bestrebung, die nächsten 100 Jahre aktiv zu gestalten, die beste Möglichkeit, die wir haben, ist, dort Zugang zu den Themen zu schaffen und uns eine Partizipation zu ermöglichen. Also wenn Sie es zynisch formulieren wollen, ich bin froh, dass ich dieses Risiko dort oben rechts habe, weil ich weiß, dass das eine Upside in der nahen Zukunft für uns ist. Welche Prognosen können wir also auf Basis dessen wagen? Dass wir uns intensiv damit auseinandersetzen müssen, was das eigentlich bedeutet. Und dass es nicht sein kann, dass wir aus Europa heraus, wo wir tolle Industrieunternehmen, wo wir tolle Technologien und eine tolle unternehmerische Community haben, dass wir uns dort im wahrsten Sinne des Wortes die Butter vom Brot nehmen lassen. Sondern dass wir verstehen, das, was uns in der Vergangenheit erfolgreich gemacht hat, technologiegetrieben Probleme zu lösen, ist jetzt in die nächste Stufe zu übertragen gilt. Und diese Chancen, so wie ich Ihnen das vorhin bei Uber gezeigt habe, der kombinatorischen Innovation, des Zusammensteckens von vorhandenen Technologien zu nutzen gilt. Und es ist ein Stück weit unser aller Verantwortung. Ich freue mich sehr auf die Podiumsdiskussion. Vielen herzlichen Dank.